Okay, jetzt setzen wir einfach mal voraus, ihr steigt auf. Wie wird es denn dann personell aussehen? Also ihr habt ja schon einen ganz guten Kader, aber wie viele Neuzugänge wären denn nötig, um in der Hessenliga eine Truppe aufzustellen, die dem Anspruch von Borussia gerecht wird? Also grundsätzlich haben wir einen sehr, sehr guten Kader. Ja, und auch so wie wir jetzt aktuell aufgestellt sind, denke ich, müssen wir uns keine Gedanken machen, um in der Liga nicht zu bestehen oder vielleicht nach unten zu gucken. Aber klar, wir wollen mit Sicherheit und wir werden auch im Sommer noch auf 1-2 Positionen ein bisschen was machen müssen. Ja, die Defensive wollen wir auf jeden Fall noch verstärken, weil wir im Endeffekt aktuell auch nicht unbedingt so gefordert werden. Wir haben sehr, sehr wenig Gegentor bekommen, liegt aber auch daran, dass alle Mannschaften sehr, sehr defensiv gegen uns spielen. Aber ich denke, der Martin Geisendörfer weiß das auch, dass in der Hessenliga ein ganz anderes Potenzial bei den anderen Mannschaften ist, in der Offensive auch. Und ich kenne die Liga ja auch ein bisschen von den Zeiten in Hünfeld und deswegen wollen wir auf jeden Fall sehen, dass wir in der Defensive noch ein bisschen was machen. Du sagst, in der Defensive muss was gemacht werden und sprichst an Zeiten in Hünfeld. Sebastian Ruhl ist ja ein Spieler, den du hattest in Hünfeld auch, ne? Hat er bei dir auch gespielt? Mit dem habe ich zusammen gespielt dort. Ja, und der ist jetzt in Flieden und der könnte ja theoretisch im Sommer nach Borussia wechseln. Man munkelt da was, was ist da dran? Was der machen kann, der kann einiges machen. Also aber wir sind gut befreundet, ich kenne ihn auch gut. Basti Ruhl ist ein ganz feiner Kerl, ein sehr guter Fußballer. Aber du weißt ja, hier in dem Rahmen reden wir nicht über Neuzugänge. Was passiert mit den Spielern, die hinten dran stehen? Also es gibt ja zum Beispiel den Marc Götze, der eventuell nach Lehnertz wechseln wird im Sommer. kann es denn sein, dass sich auch einige Spieler aus der zweiten Reihe verabschieden bei Borussia? Ja gut, also wir haben ja in der Winterpause mit allen Spielern jetzt auch zusammengesessen und unser ganz klares Ziel ist auch wirklich mit allen zu verlängern. Es sollen alle dem Verein auf jeden Fall erhalten bleiben. Aber klar weiß auch jeder Spieler, dass Borussia auch gewisse Ziele und Ansprüche hat. Und deswegen ja, ist es so, dass bis auf 1-2 Spieler alle zugesagt haben für die neue Saison. Und bei einem Mario Götze zum Beispiel, der gehört ja auch dazu, dass er noch nicht zugesagt hat. Marc Götze. Mario dauert noch ein bisschen, bis der Borussia spielt. Bei uns ist er der Mario Götze, passt ja auch ganz gut auf ihn und deswegen, es liegt an ihm, aber wie gesagt, wir würden ihn ganz gerne auf jeden Fall bei uns halten. Mehr Videos vom osthessischen Heimatfußball findest du in unserem Kanal. Einfach auf die Videoboxen klicken oder unseren Channel abonnieren.